Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Zeitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Magdeburg. Ich darf oben über einen Chefspieler begrüßen, Jens Hertel und Dirk Schuster. Und Herr Hertel, für mich das jetzt erst so zum Spiel bitten. Ja, zuerst natürlich Glückwunsch an Darmstadt. Ich denke, unter dem Strich, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ist der Sieg vielleicht auch nicht unverdient. Trotzdem muss ich sagen, dass wir eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Hatten die erste gute Möglichkeit von Philipp Türbitz nach dem verlängerten Einwurf. Wenn wir da in Führung gehen, wird es mit Sicherheit ein anderes Spiel. Ansonsten haben wir wenig zugelassen. Wir hatten sicherlich dann nach vorne noch nicht so viel, aber dann eben kurz vor der Pause so eine Fehlerkette, wo du dann direkt in Rückstand gerätst. Dann war es klar, dass es schwierig wird, zweite Halbzeit mit dem Umschaltspiel von Darmstadt da irgendwo auch Pari zu halten hatten. Aber das Gegentor gekriegt in einer Situation, wo wir schon den Ball hatten und dann ja auch in Überzahl nicht gut verteidigen und dann ein bisschen auch mit Pech rutscht er dann abgefälscht dann hinten rein. Dann haben wir, sag ich mal, auch mit den Wechseln, auch in der Hektik dann, denke ich, da eine gute Reaktion gezeigt, sind mit dem Anschlusstreffer zurückgekommen und ja, aber mit dem Standard war es dann eigentlich fast durch, obwohl wir dann trotzdem weiter nach vorne gespielt haben, glaube ich, noch ein, zwei gute Situationen hatten. Aber das ist eben im Moment der Unterschied, dass die Gegner das, wo ich sage, auch nicht unbedingt so viel mehr Situationen haben wie wir, aber die dann eben machen und wir die Tore eben nicht machen, beziehungsweise umgekehrt eben die Tore dann eben auch kriegen. Und der Gegner ist eben auch teilweise dann eben ein Stück besser verteidigt als wir. Und so ist es dann, dass du das Spiel verlierst. Aber wie gesagt, von der Einstellung, von der Art und Weise, wie die Mannschaft hier aufgetreten ist, kann ich ihr keinen Vorwurf machen. Und das ist erstmal eine gute Basis, auch in der Woche wieder zu arbeiten und dann am Sonntag dann den nächsten Versuch gegen Regensburg zu starten. Danke. Vielen Dank, Herr Hertel. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, erstmal einen schönen guten Tag. Jens, danke für die Glückwünsche. Ich glaube, das war die erwartet schwere Partie für uns auf Augenhöhe, wo wir sehr zäh ins Spiel reingekommen sind und wie mein Kollege gerade richtigerweise gesagt hatte, das Spiel mehr zwischen den Strafräumen stattfand, also kaum Torraumchancen, Torraumszenen da waren, Magdeburg in der ersten. Nach dem Einwurf, wir hatten in der gesamten ersten Halbzeit nur drei Situationen, wo ich sage, da haben wir uns einigermaßen vernünftig gemacht. Einmal, wo der Helle rechts durch war, zweite Situation, wo wir sauber gespielt haben, wo angeblich Marvin Mehlen auf der linken Seite im Abseits stand und die dritte Situation hat dann direkt zum 1-0 geführt. Und das zeigt schon, dass wir zwar kämpferisch und physisch voll auf der Höhe waren, aber von der Passgenauigkeit, von der Konzentration uns da einiges abgegangen ist. Und klar kann man sagen, aufgrund der englischen Woche mit einer riesen Investition körperlicher Art, am Dienstag gegen Hertha BSC waren die Beine etwas müde. Aber ich denke trotzdem, dass wir das hätten besser machen können, speziell nach Balleroberungen im Mittelfeld oder wenn zweite Bälle bei uns waren, dass wir da einfach sauberer Fußball spielen können und das speziell in der ersten Halbzeit unsererseits vermissen lassen worden ist. Ich denke, mit der zweiten Halbzeit haben wir das etwas besser gemacht, sind dann auch etwas glücklich 2-0 in Führung gegangen, ohne groß was zuzulassen. Gelb-rote Karte vom Gegner schien, als ob alles erledigt ist und man etwas sorgenfreier vielleicht auch die restlichen Minuten gestalten könnte. Aber dann haben wir uns wieder selber in die Bredouille gebracht durch eine Dezimierung, durch einen Ausschuss von Fabi Holland, durch eine sehr gute Einzelaktion des Magdeburger Spielers zum 2-1 und dann wurde es alles nochmal wackelig. Und selbst mit dem 3-1 war bei uns noch keine Ruhe eingekehrt, denn wir wussten aus der Vergangenheit, dass Magdeburg eine Riesenmentalität hat, Rückstände aufholen kann, selbst zwei Tore Rückstand schon egalisiert hatte und man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft alles versucht hat, noch ein positives Erfolgserlebnis zu haben. Dass wir es im Endeffekt über die Zeit gebracht haben, macht mich ein bisschen stolz. Wir sind auch ganz zufrieden mit der Punkteausbeute aus den letzten drei Spielen. Trotzdem hat man heute gesehen, dass wir auch noch viel Arbeit vor uns haben und dass wir noch in verschiedenen Situationen auch die falschen Lösungen gewählt haben und die Konzentration im Passspiel nicht so vorhanden war, wie wir das haben wollten.
Und da werden wir jetzt mit einem guten Gefühl des zweiten Heimsiegs in Folge die Arbeit in der nächsten Woche hochkonzentriert wieder aufnehmen und wollen dann natürlich uns auch in Bochum sehr teuer verkaufen. Unseren Gästen, Jens, für euch alles Gute für die kommenden Aufgaben, viel Erfolg dafür und eine gute Heimfahrt. Danke, Dirk. Sollte es noch Fragen geben, hätte ich mal kurz das Handzeichen. Stefan Kühlan, die BA macht den Anfang. Frage an beide Trainer. War es aus Ihrer Sicht eine giftige Partie? Zwei gelb-rote Karten. Wie haben Sie auch die Szene mit Zulu gesehen in der Endphase? Auch in beide. Im Strafraum gab es ja dann auch so ein bisschen Rudelbildung und ziemliches Durcheinander in Darmstadt. Ja, also ich habe die Bilder noch nicht gesehen. Die Jungs sagen, okay, da gab es angeblich irgendwie so ein bisschen Gemenge, wo man hätte vielleicht auch was pfeifen können, aber ich habe es nicht gesehen, von der Seite her kann ich es nicht bewerten. Also ich denke, wer hier nach Darmstadt fährt, der erwartet eigentlich nichts anderes als diese Spielweise. Das wussten wir und da waren wir vorbereitet, aber du musst dich dann wehren und das haben wir getan. Und vielleicht hat der Schiri hier und da ein bisschen ab und zu mal zu schnell gelb gezeigt. Ich denke, so überhaupt war es jetzt nicht, aber es geht um Punkte, es geht für beide Mannschaften um viel und da muss man schon alles investieren und das haben beide Mannschaften, glaube ich, bravourös getan. Also ich habe es definitiv nicht als giftige Partie empfunden. Ich habe das als kampfbetonte, intensive Auseinandersetzung zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen, wo auch die Statistiken im Nachhinein sagen, dass relativ viele Werte da sehr ausgeglichen waren, wo wir vielleicht verschiedene Kleinigkeiten etwas besser gemacht haben. Und das ist einfach Zweitliga-Fußball auch, dass man von der ersten bis zur letzten Minute alles gibt und alles versucht, dass man die Punkte für sich gewinnen kann. Und zu der Szene mit Zulu muss ich mich meinen Kollegen auch wieder anschließen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Zwischenzeitlich hat der Schiedsrichter Frank Steinmetz gesucht und nicht gefunden. Wie haben Sie die Szene mitbekommen? Also von der Tribüne war er zu sehen, wie er hinter der Mande kauerte. Ich habe ihn mit den Augen auch gesucht, aber ich habe ihn auch nicht gefunden. Und, ja, ich muss ihn nachher mal kurz dazu befragen, was da los war. Ich glaube, irgendwo auf dem Spielfeld kurz rumturnen gesehen, aber ja, was er genau macht, weiß ich jetzt nicht. Weitere Fragen gibt es nicht, dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen noch ein schönes Wochenende und gestern eine gute Heimreise. Danke.